Ich gehe immer nur einfach in Dessert gefroht. Und diese Rhubarb-Streifel ist einfach perfekt und auch noch saisonal dabei. Ich brauche hier natürlich Rhubarb, Amaretti, Grand Marnier und Mascarpone. Diesen Dessert kriegt der Rhubarb-Kompott oben drauf. Und ich koche ihn nicht am Dippen, sondern am Schäfchen, weil dann der Rhubarb seine Form behält. Und ich schäle meinen Rhubarb nicht, weil ich will gerne die schöne rote Farbe halten. Und da könnt ihr noch ein bisschen Zucker drüber, für die Seite vom Rhubarb zu balancieren. Und ich gucke, dass der Rhubarb nicht oben liegt, für das er noch ebenmäßig backen kann. Okay, da könnt ihr noch Aluminium drüber. Weil da wird ein teilweise gesteamt. Und da kann das noch an das Schäfchen. Und während mein Rhubarb am Schäfchen ist, mache ich meine Mascarpone-Creme. Dafür separieren sollte ich mal zwei Eier. Und da könnt ihr ein Pot Salz bei meinem Eiweiß und da schlage ich das steif. Da das schön steif. Und da kann ich nur an der zweiten Schüssel Zucker bei meinem Eigel gehen. Und das soll ich mal gut vermischen, ehe ihr Mascarpone dabei könnt. Da könnt mein Eiweiß dabei. Wir schieben aber noch nicht direkt innen. Und da kann ich nur meinen Rahmen abschlagen, einen Schlagsahn machen. Und das gibt dann alles zusammen innen gehoben. Das hier ist übrigens mein absolut Lieblingscreme, die ich auch immer für mein Tiramisu benutze. Da gucken wir mal, wie es mit dem Rhubarb geht. Wunderbar! Und das ist richtig gut Müll gehen. Mir hat es in Form noch gehalten. Und schlussen die noch kurz aufkühlen. Und während der Zeit fängt es schon an, mit Verinnen zu assemblieren. Ich mache innen dran an meinen Verinnen Amaretti und die trinken ich als echt am Grand Marnier. Boah, das ist ein bisschen zu dekadent, da willst du auch noch genauso viel Wasser dabei, für es zu verdünnen. Und dann dippe ich meinen Amaretti dran, genau wie bei einem Tiramisu. Und die kommen dann innen an meinen Verinnen dran. So, also zerstampfe ich sie ein bisschen oben, für dass ich mehr Platz noch holen für meine Creme drauf. Und können doch noch ein kleines Löffelchen drauf, dass auch gut getränkt sind. Und da könnt ihr meine Creme drüber. Mmh. Oh, ich liebe das so gern. Und dann der schöne farbige Rhubarb. Und zum Schluss kommen noch ein paar Amaretti-Gremlin drüber. Und dann ist mein Rhubarb-Dessert schon fertig. Alle, kocht weiter daheim und bleibt inspiriert.